Moin Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom LS19 Weilchen 2020 Projekt. Und heute wollen wir reinstarten hier in die Rapsernte, müsste das sein. Ich muss einmal ganz kurz aussteigen, so. Genau, Raps haben wir hier am Start und das wollen wir heute ernten. Und wenn euch das Ganze hier gefällt, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn du neu am Start bist, dann lass doch auch gerne ein kostenloses Abo da, um auch nichts mehr zu verpassen. Ganz genau so sieht's aus, Freunde. Jetzt werden wir hier erstmal dieses Feld abernten. Und danach kann ich euch sagen, müssen wir rein und Felder anpflanzen. Es nützt nichts. Wir haben so viele Felder, die wir jetzt noch anpflanzen müssen. Also von daher, ja, was soll ich sagen, haben wir einiges zu tun, ne? Wir haben einiges zu tun an der Stelle. Das heißt, das wird auf jeden Fall ein spaßige Folgen hier. Und ich hoffe, ihr habt Spaß mitgebracht. Ha, wo wir schon bei den spaßigen Folgen sind. Ich hoffe, ihr habt Spaß mitgebracht und seid auf jeden Fall fleißig mit am Start hier, ne? Und auf jeden Fall auch vielen, vielen Dank an alle, die diese Folgen, das Projekt, mein Kanal so kräftig unterstützen. Das finde ich super, super klasse. Also das freut mich echt jeden Tag, wenn ich da reingucke. Die ganzen Daumen nach oben, die es aktuell gibt, die ganzen auch Kommentare, auch auf ältere Videos schicken mir ganz viele aktuell Kommentare, weil sie irgendwie Hilfe brauchen oder so. Das ist überhaupt gar kein Problem. Dafür bin ich ja da oder dafür sind die Kommentare ja auch da. Und dafür könnt ihr die Kommentarbox da unten ja auch benutzen. So ist das ja. Und das freut mich natürlich. Wenn ich euch helfen kann, wenn ich euch glücklich machen kann, ne, dann bin ich das auch. Und ja, ich habe auf jeden Fall Spaß jeden Tag wieder, wenn ich hier aufnehme und ja, in den LS rein jumpen kann. Und das freut mich auf jeden Fall ungemein dann jedes Mal. So, aber jetzt geht es natürlich erstmal darum, hier den Raps runter zu holen. Allerdings ist das Feld, glaube ich, nicht auf 100% gedüngt, wenn ich mal kurz gucken darf. Denn ich merke, dass der Ertrag mäßig ist, will ich mal so betonen. Na, so, das alles aus. Ne, ist nämlich gar nicht gedüngt, der Mist hier. Jetzt ist natürlich die Frage, ob es was bringt, wenn ich jetzt noch mit dem Düngerstreuer darüber fahren würde. Ich könnte es eigentlich mal probieren zumindest, oder? Zumindest, dass wir ein bisschen mehr kriegen. Wäre vielleicht ganz, ganz schön. Deswegen parke ich das Ding hier erstmal. Oh, ich muss aufpassen. Ah, ein bisschen Platz ist da ja noch. Stelle ich hier erstmal vor den Milchwagen. So, alles abhängen, wunderbar. Dann fahren wir rein in den zu dem Düngerstreuer. Denn ich denke, das macht ein bisschen mehr Sinn, wenn wir das zumindest noch mal düngen. So, noch ein bisschen. So. So ist, glaube ich, gut, oder? Achso, habe ich das richtig gut gemacht. Zack, eben. Los geht's. Wunderbar. So. Fahren wir fix darüber. Da haben wir ja keine Sojabohnen angepflanzt, deswegen ist das ja nicht. Ist das da ja nicht gedüngt. Huch. Hilfe! So. Eieiei, wir müssen hier echt Gas geben, weil hier ist so viel zu tun im Moment, ey. Das ist echt nicht mehr normal. Das ist echt nicht mehr normal, Freunde. Nee, senken brauche ich das nicht. Ich will das. Ich nehme das so. So, haben wir das zumindest einmal gedüngt. Das ist jetzt auch nicht heftig viel, ne? Ich weiß, klar. Aber zumindest besser als gar nichts. Auch wenn das jetzt nicht so ganz realistisch ist, wie wir es ja eigentlich soll ich mal nicht machen, aber man muss auch mal Ausnahmen machen dürfen, ne? Man muss auch mal Ausnahmen machen dürfen, ganz klar. Deswegen machen wir das jetzt mal so, ausnahmsweise. Ich habe zwar überhaupt gar kein Gefühl, wo wir gedüngt haben und wo nicht, aber das wird schon funktionieren irgendwie. Das wird schon irgendwie funktionieren, hoffe ich mal.
So, erstmal hier schön Dünger drauf geknallt. Ja, Raps wird ja tatsächlich für, ich weiß nicht, wer das wusste, aber Raps wird ja für Feuerwerkskörper benutzt, ne? Das ist im Prinzip das Teil in einer Rakete, welches die Rakete zum Explodieren bringt. Ist eigentlich ganz geil. Man sollte es nur nicht so irgendwo hinlegen und anzünden, ne? Also das sollte man ganz klar natürlich nicht machen. Auch nicht zu Hause, auch nicht Silvester oder so. Aber ja, Raps ist auf jeden Fall ein Hauptbestandteil vom Silvester-Feuerwerkskörper. So, jetzt haben wir es einmal gedüngt. Reicht ja auch erstmal, ne? Ich meine, wir kriegen es eh nicht nochmal gedüngt. Davon mal ganz abgesehen. Aber so können wir erstmal hier den Kollegen stehen lassen. Ich werde natürlich das Gras hier, die Grasfelder, die muss ich ja nochmal düngen, fällt mir gerade ein. Das heißt, ich lasse den dann direkt mal hier stehen. Und dann hüpfen wir nämlich direkt wieder rein in den Drescher und gucken mal, ob wir jetzt vielleicht ein bisschen mehr Ertrag bekommen. Ja, auch eigentlich Käse, dass man jetzt, sag ich mal, dass man jetzt erst düngen muss, so gesehen, ne? Aber naja, so ist das halt nun mal. Kann man nicht ändern. Dafür machen wir alles möglich, was möglich ist. Und jetzt war es halt gerade an der Zeit, nochmal schnell den Dünger drüber zu streuen, damit wir halt vollen Ertrag bekommen. Ich sehe gerade tatsächlich auch die Scheibenegge, die liegt hier noch auf dem Feld rum. Die können wir eigentlich ja wieder zurückgeben. Die brauchen wir ja gar nicht mehr. Denn die hatten wir ja nur als Leihgabe, meine ich, gehabt. Dann lass uns die schnell zurückgeben, bevor wir das wieder vergessen. Guck mal hier, Leihgabe, weg damit. Weil die brauchen wir ja nicht mehr für die Sojabohnen. Das machen wir jetzt mit der Direktsaat. Das ist ja auch dann entspannter an der Stelle. Dann haben wir nämlich wieder ein bisschen Geld gespart, Leute. Wir müssen ja auch ein bisschen Geld sparen, weil wir wollen ja auch irgendwann mal wieder neue Maschinen haben. Wir brauchen ja auch bald mal wieder ein paar neue Maschinen. Deswegen müssen wir das Geld nun aber auch langsam aber sicher sparen. So ist es halt nun mal. Umleuchten kann ich eigentlich auf dem Feld ja auch ausmachen, ne? Brauchen wir ja nicht, aber das Licht könnte ich wieder anmachen. So. Ist auch ganz komisch, ne? Manchmal hat man hohe FPS im Game und manchmal fallen die so, sacken die so in den Keller, dass es auch nicht mehr normal ist. Weiß auch nicht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht Anzeichen dafür sind, dass mein Rechner irgendwie in die Knie geht. Das wäre jetzt überhaupt nicht zu gebrauchen, Leute. Nicht jetzt. Nicht jetzt. Erst brauche ich einen neuen, wenn das. Und dann kann er von mir aus kaputt gehen. Aber lieber wäre mir, wenn er nicht kaputt geht. Dann könnte ich den entweder nochmal verkaufen oder aber ich könnte den als zweiten Monitor benutzen. Das wäre eigentlich auch zweiten Monitor, zweiten Rechner natürlich. Muss ich mal gucken, aber im Moment ist halt leider das nötige Kleingeld nicht dafür da. Man muss es ja aktuell alles ein bisschen priorisieren, auch durch die Corona-Krise so gesehen. Na, jetzt nicht, dass das, ja, also, ne, klar ist das schlimm für alle Beteiligten, klar. Aber dadurch zeigt es natürlich auch nochmal mehr, dass man halt, ja, auch drauf achten muss. Denn ich weiß gar nicht, ob das meine Oma oder meine Mutter war. Irgendeiner von den beiden hat auf jeden Fall immer mir früher gesagt, als ich kleines Kind war und Taschengeld bekommen habe und so. Da wollte ich nämlich immer damit gleich irgendwie was kaufen. Ne? Habe ich gleich das Geld bekommen, wollte ich das gleich ausgeben, weil ich das geil fand. So, man hat was bekommen und man kann das abgeben und was anderes dafür bekommen, so mäßig. Ne? Und irgendwann hat einer von den beiden immer gesagt, spare, wenn du kannst, dann hast du in der Not. Und ich dachte immer so, hä? Spare, wenn du kannst, dann hast du in der Not. Was soll mir das jetzt sagen? Und am Ende ist es mir dann halt bewusst geworden, weil wenn du nämlich ganz normal arbeiten gehst oder vielleicht auch Taschengeld kriegst oder so,
und dir dieses Geld beiseite legen kannst, also deine nötigen Kosten halt deckst damit, ne, keine Ahnung, sei es Miete, sei es irgendwie, ne, wenn man jetzt alleine oder zu zweit oder zu, keine Ahnung, mit Familie wohnt, da hat man ja gewisse Ausgaben, Handyvertrag, Miete, sage ich jetzt mal, und vielleicht noch irgendwie ein paar andere Sachen. So, und man bezahlt diese, dann hat man die ganz normalen Kosten, die sowieso jeden Monat anliegen, hat man dann gedeckt. So, und alles, was am Ende des Monats dann halt überbleibt, das soll man dann am besten sparen, weil wenn man denn so eine Notkrise hat, wie jetzt mit Corona beispielsweise, dann hat man sich schon Vorrat angesammelt, den man denn, wo man dann drauf zurückgreifen kann, wenn man so eine Notsituation wie jetzt, sag ich mal, hat, wo vielleicht auch viel Kurzarbeit und so ist. Deswegen ist das eigentlich ein ganz, ganz guter Spruch, muss ich sagen, auch wenn ich relativ lang gebraucht habe, bis ich den auch überhaupt erstmal kapiert habe, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, aber ja, so ist das halt auch aktuell mit dem Computer. Eigentlich wollte ich ja Ende des Jahres einen gekauft haben, dann kam aber ja wieder was dazwischen, dann ist mein Auto kaputt gegangen, was immer noch in der Reparatur steckt, weil das auch nicht so einfach ist. Also deswegen, ja, ist das nötige Kleingeld gerade an der Stelle ein bisschen nüchtern. Aber es gibt auch wieder andere Zeiten und solange der Rechner hier noch durchhält, kleiner Real Talk an der Stelle auf dem Samstag, solange der halt durchhält, müssen wir uns mit dem zufrieden geben, mit dem, was wir haben. Ist ja auch nicht schlecht, könnte allerdings aber auch besser sein, gebe ich ganz klar und offen zu. Ja, aber ich meine, das macht natürlich auch die Vorfreude natürlich auch noch ein Ticken größer, wenn es dann irgendwann soweit ist, dass ich dann mir irgendwann einen neuen kaufen kann. Dann habe ich noch Geburtstag nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, also dann mal schauen. So sieht es auf jeden Fall aus, Freunde. Alles not so easy. Aber wir schaffen das. So ist es halt nun mal. Das muss man halt auch immer sagen, auch wenn ich sehr viele Sachen auch privat halte, sage ich jetzt mal, weil ich einfach finde, dass das privat zu sein hat, so mäßig. Auch wenn ich hier eine Kamera habe, ihr mich seht oder so. Aber trotzdem, also mit dem Lenkrad hier. Aber trotzdem, so ein paar Einzelheiten müssen dann halt auch einfach mal privat bleiben. Ach komm, wir fahren hier weiter. So, aber trotzdem finde ich ein paar Sachen, ja, muss man halt auch einfach mal erzählen, ne? Muss man halt mal erzählen. Ich habe es halt auch auf Instagram ja viel gepostet, dass ich dann viel zu Fuß unterwegs bin oder mit dem Fahrrad halt, weil mein Auto kaputt ist, so. Also von daher, ja, wisst ihr das ja im Prinzip auch und ja, dann wisst ihr halt auch, dass da relativ große Reparaturen aktuell anstehen. Denn, ja, ich sag mal, ein Motorschaden zahlt sich halt auch nicht von allein, ne? Tja, ärgerlich, aber es ist, wie es ist. So. Ja, ich sag mal so, gedüngt, ja, ich sag mal, wenn wir das jetzt richtig gedüngt hätten, also auf die volle Stufe, so gesehen, dann glaube ich, hätten wir hier auf jeden Fall mehr als ein Bunker rausbekommen. Aber so ist es halt dürftig. Ja, hier ist jetzt nicht berauschend, aber naja, besser als nichts, ne? Besser als nichts, Freunde. Kann man sagen, was man will, aber besser als nichts. So, kriegen wir das alles mit? Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Sorry, dann kann ich hier auch mal ein bisschen in der Innenansicht fahren. Denn, ja, das kann auch mal wieder sein. Ich bin nur immer beim Dreschen, muss ich immer gucken, wie ich wo lang fahre, damit ich hier auch alles mitkriege. Weil, guck mal. Ah ja, okay, hat gut gegangen. Aber wenn ich jetzt in so einen ganzen Dings da reinfahre, pass mal auf, wir machen das jetzt mal. Wenn ich jetzt hier reinfahre, stopp, so wollte ich machen. Wenn ich hier reinfahre in das Ding da, dann weiß ich immer nicht, wie weit ich fahren muss, damit das ganze Mähwerk genutzt wird, die ganze Breite. Dann immer so Pi mal Daumen, so würde ich jetzt, sage ich mal, fahren.
So, lass uns mal gucken. Ja, muss man schon aber ein bisschen aufpassen, dass man da nochmal ein Stückchen wieder rausfährt. Aber ich denke, so oder so ähnlich ist es schon gar nicht so verkehrt eigentlich, oder? Was sagt ihr? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Wie fahrt ihr immer im LS? Guckt ihr immer in der Innenansicht oder macht ihr das auch so wie ich hauptsächlich in der Außenansicht? Schreibt mir das gerne mal unten rein in die Kommentare. Also ich mache das ja hauptsächlich in der Außenansicht natürlich auch, damit ihr was seht, ne? Aber ich habe mir das auch irgendwie mal so angewöhnt, auch privat dann halt, dass ich das hauptsächlich in der Außenansicht halt mache, weil es einfach einfacher ist. Weil guck mal, so, ne, kann man hier schön übersichtlich alles sehen und hat dann nicht so eine Furchen, wie wir jetzt da reingemäht haben oder reingedroschen haben. Aber trotzdem, ich meine, muss halt so gemacht werden, ne? Gut, aber Freunde, das soll es dann auch gewesen sein für die heutige Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Wenn du neu am Start bist, lass mir doch auch liebend gerne ein kostenloses Abo da. Würde ich mich natürlich auch sehr drüber freuen. Denn damit würdest du mir aktuell helfen, die 2000 Abonnenten zu knacken, was natürlich mega nice wäre. Und ja, ansonsten checkt gerne die Videobeschreibung ab. Da könnt ihr euch das Spiel kaufen in Game Server bei G-Portal, meinem GameKey-Partner. 5% günstiger sogar. Da ist auch ein Link für den Discord. Wenn ihr Bock habt, mit mir zu schreiben und im Discord so abzuhängen, dann kommt gerne dazu. Ja, und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Dabeisein. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.